Guten Abend und herzlich willkommen bei unserem Jahresrückblick. Mittlerweile schon der sechste Teil und heute haben wir ein Wiesn-Spezial. Es geht um das Oktoberfest 2017. Kurz nach Beginn der Wiesn hat Wiesn-Chef Josef Schmidt das neue Sicherheitskonzept für das Oktoberfest in diesem Jahr verteidigt. Trotzdem wurde auch noch mal nachgebessert. In diesem Jahr durften die Besucher ja erst um 9 Uhr auf das Festgelände und das sorgte vor allem am ersten Tag für Szenen, die man sonst eher von großen Konzerten kennt. Die Besucher strömten in Scharen auf die Wiesen und einige Gäste haben danach berichtet, dass in dem Gedränge auch die Kontrollen der Taschen nicht mehr wirklich möglich waren. Timo Michielsen hat am 19. September mit Wiesn-Chef Josef Schmidt darüber gesprochen. Nur mit viel Mühe konnten die Ordner die Menge in Schach halten. Mehrere hundert Besucher wollten gleichzeitig auf das Festgelände. Für Beobachter wie mich eine grenzwertige Situation. Ich frage schließlich beim Wiesn-Chef Josef Schmidt persönlich nach, will seine Einschätzung hören. Auch Schmidt liegt eine Handyaufnahme vor. Er sagt, die Sicherheit sei immer gewährleistet gewesen, verteidigt das Konzept. Es wird teilweise der Eindruck vermittelt, dass unsere Orden überrannt worden wären und die hätten gar nicht die notwendigen Kontrollen durchführen können. Das ist nicht der Fall und das ist mir auch ganz wichtig. Auf der Wiesn ist es sicher. Und das Sicherheitskonzept funktioniert. Es geht nur darum, natürlich auch es so angenehm wie möglich zu gestalten. So wirklich angenehm dürfte das am Samstag früh für viele Besucher nicht gewesen sein. Im Zelt endlich angekommen, wollten wir von den Gästen wissen, wie sie den Einlass erlebt haben. Naja, die haben uns ja gesagt, wir sollen langsam machen. Aber wenn die ersten nun losrennen, dann ist man ja auch gezwungen, einfach loszurennen, weil man sonst zerquetscht wird sozusagen. Ne? Was grenzwertig? Es ging. Wir waren relativ weit vorne, deswegen, also unter den Ersten. Ne? Für die hinter uns war es schon heftig. Die, wo direkt in der Menge gestanden sind, wir sind ganz am Rand reingekommen beim Einlass. Das hat wunderbar funktioniert, aber wenn man in der Mitte steht, das ist scheiße. Die Verantwortlichen haben mittlerweile gehandelt. So wurde laut Schmidt das Aufstellungskonzept noch einmal angeschaut, damit möglichst kein Gedränge vor dem Einlass und den Ordnern entsteht. Also wie sollen die Menschen warten, dass es danach geordnet reingeht, damit eben da nicht so ein Pulk auf diese engen Einlässe zwischen den jeweiligen Ordnern entsteht? Doch können überhaupt Taschenkontrollen stattfinden, wenn so viele Menschen gleichzeitig auf das Festgelände drängen? Ich hätte gedacht, die kontrollieren ein bisschen mehr. Da war ja gar nichts großartig. Deswegen, da war ich ein bisschen skeptisch, weil vorher war es angekündigt, die würden Taschen kontrollieren, alles Mögliche. Und es war einfach nur, wir stürmen alle einfach rein. Die Kontrolle war natürlich nicht da, aber geht auch gar nicht bei den vielen Leuten, die reinkommen. Ist halt schwierig. Es war so, dass die Leute von den Ordnern kontrolliert wurden, aber wohlgemerkt, wer eben keine Tasche, keinen Rucksack über 3 Liter Fassungsvermögen dabei hat, darf rein. Kleinere Taschen werden auch nur sporadisch kontrolliert und natürlich nicht in dieser ersten Situation am ersten Wiesn-Samstag um 9 Uhr. Schmidt betonte weiterhin, dass in den Vorjahren jeweils eine Menschentraube vor den Zelten stand, noch während der Lieferverkehr unterwegs war. Und deshalb haben die Sicherheitsbehörden in Übereinstimmung mit uns, mit der Festleitung gesagt, das müssen wir entzerren, entflechten, trennen. Jetzt ist es eben so, dass die Trauben tatsächlich vor den Personeneingängen stehen, aber nicht vor den Belieferungseingängen. Das heißt, der Lieferverkehr kann bis 9 Uhr rein und raus. Sollte bis zum kommenden Wochenende keine bessere Lösung gefunden werden, sind ein weiteres Gedränge und Wettrennen wieder vorprogrammiert. Oktoberfest und Kirche, wie passt das zusammen? Es gibt tatsächlich einige Berührungspunkte. Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler ist Jahr für Jahr als Wiesnbedienung im Einsatz. Es gibt einen Schaustellerseelsorger, der auf der Theresienwiese unterwegs ist und auch jedes Jahr einen großen Gottesdienst, zu dem alle Gäste herzlich eingeladen sind. Im Marstall-Festzelt wurde am Vormittag des 21. September nicht gefeiert, sondern gebetet für eine friedliche Wiesn. Und auch in diesem Jahr gab es wieder eine Wiesentaufe und eine Firmung. Was hat denn Jesus mit der Wiesn zu tun? Da, wo Menschen leben, wo Menschen sich freuen, wo Menschen arbeiten, da hat auch Jesus seinen Platz. Jetzt haben wir von Ihrem evangelischen Kollegen gehört, dass der Jesus ja auch eigentlich fast so was bayerisch-grantliges haben konnte. In welchem Kontext war das? Ich denke, dass Jesus auch mal heftig werden konnte, um seine Botschaft an den Mann zu bringen. Manchmal muss man auch ein klares Wort finden, damit die Leute aufmerksam werden auf eine Botschaft. Wenn sie immer nur weichgespült daherkommt, dann geht sie manchmal in der lauten Welt unter.
Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Jetzt sind ja hier die Leute, die feiern, aber Sie haben jetzt in der Predigt auch denen gedacht, die eben nicht mehr feiern können, die schon verstorben sind. Die Wirklichkeit geht immer über die Zeitlichkeit hinaus. Das ist bei uns ganz wichtig, dass wir uns immer auch der Verstorbenen erinnern und auch für sie beten. In jedem Gottesdienst und jetzt hier auf der Wiesn ganz besonders auch den verstorbenen Schaustellern, Marktkaufleuten, Wirtsleuten. Der Menschen, die vor uns dieses Fest geschaffen haben, die mit uns gelebt haben, denen wir viel verdanken und die schon zu Gott in die Ewigkeit gegangen sind, aber die wir trotzdem in unserem Herzen teilhaben lassen an unserer Festfreude und an unserem Feiern. Beim traditionellen Wiesngottesdienst hatten aber auch die Lebenden ihren Platz. Ganz besonders die, die mit dem Leben gerade erst begonnen haben. Die kleine Estelle zum Beispiel empfing ihre Taufe. Und Fabio empfing seine Firmung. Und das ewige Leben zur Antwort: Ich glaube. Ich glaube. Der Friede sei mit dir. Es war eine große Sache für mich. Ich war auch ziemlich aufgeregt und das darf nicht jeder machen und ja, es war cool. Ursprünglich war es ja geplant, dass ich in meiner Heimatpfarrei gefilmt werde. Aber dadurch, dass es am mittleren Wiesensamstag wäre, hatte keiner Zeit für mich. Und dann haben wir entschieden, oder meine Eltern hatten die Idee, dass wir ja meine Firmung im Wiesengottesdienst machen können. Wurden Wiesenbrotzeit und ein zünftiges Hoch die Mass abgelöst von Eucharistie, Firmung und Taufe. Drei der sieben heiligen Sakramente der römisch-katholischen Kirche. Sie ist ein Pflichttermin jedes Jahr auf der Wiesn, die traditionelle Wurstprüfung. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es dabei im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst und zwar um die allerbeste. Eine fachkundige Jury ist Jahr für Jahr auf dem Oktoberfest unterwegs und testet Schweinswürstel auf Aussehen, Geschmack, Geruch und Konsistenz. Katharina Pfadenhauer hat sich der Prüfungskommission in diesem Jahr angeschlossen. Ja. Ja, riecht es. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Ja. Da merkt man, man hat das Schweinswürstel gegessen. Und da wird auch schon die nächste Wurst serviert. Aus 8 verschiedenen Schweinswürsteln soll die Jury die beste Wiesenwurst küren. Warum ist besser denn heute? Wenn ich eine brasilianische oder eine afrikanische Tänzergruppe erwarte, dann tue ich meine Weißen da drin. Das gibt's ja Wachsnerven. Die Jury besteht aus Verbraucherschutzorganisationen, Herstellern und Gaststättenvertretern, Sachkundigen des Veterinärs und der Lebensmittelsicherheit sowie Vertretern der Stadt. Nach jeder Wurst wird Bilanz gezogen. Warum essen Sie nicht auf? Schmeckt's nicht? Braucht es nicht. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist alles hervorragend. Mir reicht das Wenige, weil sich sonst immer von der einen Wurst viel zu viel Aroma im Gaumen bildet. Und dann tue ich mir für die nächste Wurst wieder schwerer. Das ist der einzige Grund. Oder machen Sie Diät? Nein, die Diät mache ich noch nicht. Ich brauche es nicht. Da ist die Konsistenz so ganz komisch. Irgendwie so ein bisschen aufgeblasen, aber doch bröselig. Dann hat die einen ganz komischen Geschmack. So. Die bachelt so ein bisschen. Was ist jetzt? Die bachelt so ein bisschen. Die äudelt. Der Herr Gassner hat gesagt, die schmeckt nicht. Okay. Das kann die jetzt äudelt. So. Die äudelt? Also, was? Ich weiß nicht, ich bin also als Verbraucher scheinbar die Auge pfeife. Wollen Sie die heimlich nochmal nachwürzen? Nein. Und während draußen die Kapelle den Defiliermarsch aufspielt, wird drinnen weiter gebrutzelt und verköstigt, bis die beste Wiesenwurst gefunden ist. Schmidt, haben Sie einen Favoriten? Ja, mein Favorit ist die Wurst Nummer 3 und die Wurst Nummer 6. Die haben bei mir beide 18 Punkte. Das waren hervorragende Schweinswürstel. Bei mir hat die Nummer, die Probe 5 und die Probe 7 gewonnen. Aha, dann sind Sie sich nicht einig mit dem Herrn Schmidt. Ja, mein, aber das ist ja Demokratie, oder? Dass man sich nicht immer einig ist. Ich kann jetzt nur von meinem persönlichen Favoriten sprechen. Das wäre jetzt die Probe Nummer 3, die ja, glaube ich, bei den Herstellern und bei den anderen jetzt nicht so gut aufgefallen ist. Die hatte bei mir 19 Punkte. Und dann der erste Platz, das war die Probe Nummer 5 mit einem Gesamtergebnis von 17,7. Jetzt hat
Jetzt haben Sie nicht gewonnen. Sagen Sie jetzt Vinzenz Mohr den Kampf an. Ich gehe jetzt zum Vinzenz Mohr rüber und gratuliere ihm für die hervorragende Wurst, die hier Testsieger geworden ist. Am Ende geht es zwar immer um die Wurst, aber immerhin in Harmonie. Sie reisen von Volksfest zu Volksfest und führen ein Leben auf Rädern. Die Schausteller sind mit ihren Buden und Fahrgeschäften den größten Teil des Jahres unterwegs und leben oft mit der ganzen Familie im Wohnwagen. Für die meisten bedeutet das Münchner Oktoberfest das Hauptgeschäft des Jahres. Wir haben zwei Schaustellerfamilien auf der Theresienwiese besucht. Verena Weber in der Küche in ihrem gemütlichen Zuhause. Und das befindet sich die meiste Zeit des Jahres auf vier Rädern. In diesem Wohnwagen lebt die 39-jährige Münchnerin auch während der Wiesen. Für die Standelbetreiberin aus Trudering ein ganz normales Leben auf rund 50 Quadratmetern. Ihre zwei Kinder sind an diesem Vormittag gerade in der Schule. Januar, Februar, März sind wir fest zu Hause. Und dann fängt es halt irgendwo an mit dem Frühlingsfest. Da bin ich dann zum Beispiel in Stuttgart am Frühlingsfest. Da kann ich ja dann den Wohnwagen so wieder mitnehmen und bin dann auch wieder da zu Hause, weil ich ja meine vier Wände dabei habe. Verena Weber stammt aus einer Schaustellerfamilie. Ihre Mutter und ihre Tante sind ebenfalls auf der Wiesn vertreten. Besuch einer guten Freundin. Man kennt sich eben auf dem Oktoberfest und verbringt somit auch öfters Zeit miteinander. So auch jetzt. Was gibt's denn Leckeres? Ich mach heute Karotten. Ja. Gemüse. Ja. Lamm. Sehr gut. Und Kartoffeln. Wann ist es fertig? Um 12. Perfekt, ich hätte Zeit. So, jetzt bin ich auch frisch geduscht. Es ist wirklich Wahnsinn, was es hier alles gibt. Es ist eigentlich wie ein ganz normales Haus. Es ist also alles vorhanden, was man für den täglichen Bedarf braucht. Vom Geschirrspülapparat bis zum Trockner, Fernseher, wie ein richtig schönes Wohnzimmer. Für Verena Weber ist die Wiesn immer eine ganz besondere Zeit. Bereits seit 7 Jahren betreibt die 39-Jährige ihren Schokofrüchtestand auf dem Oktoberfest. Das Geschäft hat sie von ihrer Großmutter übernommen. Alleine, wenn du schon auffährst, also sprich, wenn du deine ersten Wegen hierher fährst, dann ist es schon so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Und Oktoberfest ist immer was ganz Besonderes. Einmal, weil alle Familienmitglieder hier auch da sind. Dann das ganze Flair, das ganze Drumherum. Also man freut sich richtig innerlich. Letzter Kontrollgang, bevor der Betrieb losgeht. Angela Bruch betreibt auf der Wiesn seit einigen Jahren die Alpinerbahn. Das Oktoberfest ist für die Schaustellerin extrem wichtig. Und auch sie macht ihren Job mit viel Herzblut. Können Sie sich überhaupt ein anderes Leben vorstellen? Ich konnte mal, aber mittlerweile nicht mehr. Es ist also, irgendwann geht es dann so ins Blut über und auch so in den Rhythmus, dass man sich dann auch nichts anderes mehr vorstellen kann. Besuch im Küchenwagen. Hier wird täglich für die ganze Mannschaft gekocht. Heute gibt es Hähnchen. Dreimal am Tag werden die Mitarbeiter der Alpinerbahn mit Essen versorgt. Auch Angela Bruch macht eine kurze Teepause. So, ein Sack mit 10 Kilo Kartoffeln wartet hier auf mich. Und ich habe gedacht, ich helfe einfach mal ein bisschen mit hier beim Kartoffelschälen. Ist doch alles kein Problem. Aber ich glaube, ich brauche da ein bisschen lang. Ich weiß nicht, ob es das Mittagessen heute pünktlich gibt. Die Tage auf der Wiesn sind lang, die Nächte eher kurz. Es gibt viel zu tun, angefangen bei der Vorbereitung der Kassen, bevor das Geschäft losgeht. Unter der Woche dann bis 23:30 Uhr fürs Feierabend gemacht wird. Danach musste halt noch die Abrechnung gemacht werden und sowas. Also ich denke mal, dass man also unter der Woche vor 12 und ansonsten also vor 1:30 Uhr nicht ins Bett kommt. Nach der Wiesn geht es für die Achterbahn übrigens ins Winterlager. Egal ob Fußballer, Popstar oder Schauspieler, die Wiesn lockt nicht nur Touristen aus aller Welt, sondern auch jede Menge Promis an. Neben den üblichen verdächtigen Münchner Stars und Sternchen wurden in diesem Jahr auch echte Hollywood-Stars gesichtet. Am 26. September gab es großes Blitzlichtgewitter im Schützenfestzelt. Arnold Schwarzenegger hat dort vorbeigeschaut. Der Terminator und ehemalige US-Gouverneur ließ sich Händel und Maß schmecken und gab sogar eine musikalische Einlage. Die Bilder haben Fanny Werther und Kian Waziri Elahi eingefangen.
Münchens berühmtester Wiesengast ist wieder da. Braun gebrannt und breit grinsend sorgt Arnold Schwarzenegger im Schützenfestzelt für Megastimmung. Denn wenn der Österreicher, Ex-Gouverneur und Hollywood-Star zum Taktstock greift und die Kapelle dirigiert, gibt es für die Wiesenbesucher kein Halten mehr. Begleitet von Arni-Rufen stimmt er den Marsch an und lässt sich von der Menge feiern. Zuvor hatte der Österreicher zusammen mit Schauspielkollegen Ralf Möller und Freunden standesgemäß Händel und Mass genossen. Umringt von Fotografen und Fans, die kurzerhand ihr Händel liegen gelassen und ihr Smartphone rausgeholt hatten. Von dem Rummel lässt sich der Terminator aber nicht beeindrucken und genießt die Stimmung. Für Schwarzenegger gehört ein Besuch beim Oktoberfest seit Jahren zum Pflichtprogramm. Er ist das prominente Highlight auf der Wiesn. Die Chancen stehen also gut, dass wir uns auch nächstes Jahr wieder auf Bilder wie diese freuen dürfen. Nach 18 Tagen ist das 184. Münchner Oktoberfest dann zu Ende gegangen. Wiesenchef Josef Schmidt zeigte sich mit dem Verlauf der Wiesn zufrieden. Nach Schätzungen der Festleitung besuchten in diesem Jahr rund 6,2 Millionen Menschen das größte Volksfest der Welt. Und auch die Wirte waren mit ihrem Umsatz glücklich. So wurden insgesamt 7,5 Millionen Maß Bier getrunken. Die Wiesnbilanz 2017. Sie, die Bavaria, hatte 2,5 Wochen lang den Trubel bestens im Blick. Eine entschleunigte Wiesn 2017 war es, ohne neue Rekorde und münchnerisch. Schätzungsweise 600.000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr zählte das größte Volksfest der Welt, allerdings an 18 Tagen. Der Wiesnchef spricht von einem Aufwärtstrend. Das ist eine wunderbare Wiesn gewesen, eine kribbige, nette, schöne Wiesn, eine sichere Wiesn, eine Wiesn für Familien, für Freundeskreise, eine Wiesn, die allen viel Platz geboten hat und in dieser entspannten Atmosphäre und sicheren Atmosphäre einmalig war. Auch die Wiesnwirte sind mit dem Oktoberfestgeschäft 2017 zufrieden. Insgesamt wurden in den vergangenen 18 Tagen rund 7,5 Millionen Maß Bier verkauft. Wir haben unser Bier an den Mann gebracht. Das Bier hat heuer dermaßen gut geschmeckt, dass du sagst, wenn du täglich mindestens eine Maß getrunken hast, brauchst du keine Hautcreme mehr. Ich kann nur sagen, sehr, sehr zufrieden. Tolles Bier, meine Mitarbeiter super gearbeitet, die Gesamtheit. Der Wiesnwirt ist mit der Wiesn sehr zufrieden. Jetzt hatten Sie ja 2 Tage mehr. Was bringt das für die Kasse am Ende? Ja, das, ich habe noch keinen Kassensturz gemacht, aber die 2 Tage mehr sind schon auch anstrengend. Gell? Also ich bin der Meinung, in dem Fall nimmt man das mit, aber 16 Tage ist genau der richtige Ding. Für die Schausteller war es in diesem Jahr unterm Strich eine schöne Wiesn. Nach Anlaufschwierigkeiten aufgrund des kalten Wetters. Nun hofft man, dass die Wiesn weiterhin nach oben steigt, wie es heißt. Es ist auf alle Fälle schwieriger geworden. Die Seitenstraßen füllen sich einfach viel später, wenn weniger Besucher da sind wie in diesen Hochjahren. Die Gäste geben auch gezielt ihr Geld aus. Wir hatten ja die Ferien davor. Zahltag war leider wirklich erst diesen Freitag und das spüren wir natürlich schon in unseren Kassen. Auch für das Münchner Rote Kreuz waren die vergangenen 18 Tage Großkampf. Knapp 2300 Mal rückten die Rotkreuz-Sanitäter mit ihren gelben Tragen auf das Festgelände aus. Die überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräfte leisteten insgesamt 2313 Ärzte- und Helferschichten. Knapp 7000 Patienten musste geholfen werden. Wir haben von den knapp 7000 Patienten 670 Menschen, die wegen Alkoholvergiftung versorgt wurden. Das ist bezogen auf die medizinischen Versorgung gerade mal 19%. Allgemein wird ja angenommen, dass der Anteil der Bierleichen deutlich höher ist. Die häufigsten Verletzungen und Fälle bei uns sind chirurgische Vorfälle, insbesondere Schnittverletzungen. Von den geschätzt 6,2 Millionen Besuchern haben rund 480.000 Menschen die Eude Wiesn besucht, die in diesem Jahr zum insgesamt 5. Mal stattfand. Hier ist die Besucherzahl allerdings rückläufig. Weil die Eude Wiesn ein Fluchtpunkt ist. Und wenn es auf der eigentlichen Wiesn ein bisschen hektischer zugeht, dann geht man sehr gerne auf die Eude Wiesn. Heuer war es auf der eigentlichen Wiesn sehr entspannt, sehr locker, sehr gut von der Stimmung. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Besucherrückgang dadurch begründet.
Die Münchner sollten sich schon jetzt, den 22. September 2018, dick im Kalender anstreichen. Denn dann beginnt das 185. Oktoberfest, das dann bis zum 7. Oktober andauern wird. Nach der Wiesn ist schließlich vor der Wiesn. Und das war's auch schon wieder mit unserem Jahresrückblick, unserem Wiesn-Spezial. In der nächsten Folge begrüßt Sie dann mein Kollege Timo Michielsen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal gute Unterhaltung mit den folgenden Sendungen. Und gleich, da gibt's dann auch noch das aktuelle Wetter. Auf Wiedersehen.